Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal mit war mal wieder ganz, ganz witzig. Das erste Video ist bei euch so gut angekommen, deswegen habe ich mir gleich gedacht, ich mache einfach noch ein Video. Und diesmal fangen wir einfach mal chronologisch an, nämlich der erste Teil ist Call of Duty 1. Und darüber gibt es natürlich viel zu berichten. Der Teil ist schon etwas länger her, das heißt, die meisten von euch haben es vielleicht noch gar nicht gespielt. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, ihr könnt es auf jeden Fall auf eurem iPhone spielen. Warum? Das seht ihr gleich in dem Video. I'm a G, but you know this. In dem Spiel werden insgesamt leider nur 4 Länder bereist. Zum einen ist das die USA, Deutschland, Russland und Frankreich. Das Spiel wurde von mehreren Leuten entwickelt, natürlich, wie das auch anders sein sollte, von vielen Leuten, die aber auch an anderen Teilen mitgemacht haben. Nämlich damals war ja noch nicht Call of Duty draußen, denn der erste Teil ist ja Call of Duty 1, rein logisch gesehen. Viele der Entwickler, die Call of Duty damals ins Leben gerufen haben, waren von der Konkurrenz. Nämlich Medal of Honor Allied Assault kam im Jahr 2002 heraus. Und dieses Spiel war natürlich damals der erste und große Konkurrent von Call of Duty. Dieses Spiel basierte auf dem Film von Soldat James Ryan, der Film mit Tom Hanks, der auch in der Normandie spielt. Ein ganz interessanter Fakt ist auf jeden Fall, dass die amerikanische Variante des USK, nämlich PEGI, das Spiel geringer bewertet hat als in Deutschland. Nämlich in den USA hat das Rating gerade mal PEGI 16, was ungefähr wie FSK 16 entspricht. In Deutschland natürlich FSK 18, was ganz normal ist für fast jeglichen Shooter, den wir heutzutage spielen, da sie ja relativ realitätsnah sind und sehr blutrünstig. Das Spiel konnte natürlich damals auch schon auf mehreren Plattformen gespielt werden. Zum einen war es Windows, Xbox 360, PlayStation 3, aber auch Nokia N-Gage und Apple Macintosh. Die Systemanforderungen waren relativ gering. Das Spiel lediglich erforderte eine CPU-Leistung von 700 MHz, einen RAM-Speicher von 128 MB, einem Grafikspeicher von 32 MB und gerade mal über einem Gigabyte Speicherplatz. Wenn man diese Systemanforderungen mit unseren heutigen Handys vergleicht, hat ein iPhone 6 oder ein iPhone 6 Plus einen A8 Chip von Apple Macintosh, der lediglich 1,4 GHz im Einzelkernmodus betreibt, aber mit 2x 1,4 GHz als die insgesamt vierfache Rechenleistung der damaligen Mindestanforderung von Call of Duty 1. Dieses Spiel wurde ja mehrfach ausgezeichnet und war ein Meilenstein natürlich in der Geschichte von allen FPS-Shootern, denn wie wir wissen, gibt es sehr viele Call of Duty Nachfolger und wir spielen zurzeit Black Ops 3 Infinite Warfare, kommt im Jahr 2016. Das damalige Spiel setzte neue Maßstäbe, vor allem in Sachen Sound, denn das Spiel hatte damals einen Award bekommen für Game of the Year, was zum Teil auch natürlich an der Soundbearbeitung lag. Waffen spielen in diesem Spiel eine ganz große Rolle und wieso das so war? Der Sound von den Waffen wurde damals von den Leuten auf einem Schießstand ausprobiert und damals dann digitalisiert in dem Studio und dementsprechend ist der Waffensound in Call of Duty 1 damals relativ weit voraus gewesen und gab neue Maßstäbe, was das Spielegenre angeht. Wenn euch jetzt das Video gefallen hat, dann lasst dem Video auf jeden Fall eine Bewertung da, würde mich echt freuen. Schreibt mir nochmal bitte, genauso wie letztes Mal, Hashtag Facts mal in die Kommentare und der Kommentar mit den meisten Likes, das werde ich als nächstes machen. Wenn ihr wollt, könnte ich auch einfach chronologisch weitergehen in der ganzen Call of Duty Reihe. Je nachdem, wie ihr das haben wollt, ich mache das gerne. Auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, haut da rein. Ayo, drop that shit.